yeah, Elektroschrott. Heute Nacht, ne? Schienbein, aua, Da war mir eins klar. Das Pipi-Light muss jetzt fertig werden. Sofort, umgehend. Keine Ausreden mehr. Also habe ich mich dran gesetzt und hab's fertig gemacht. Für die Grundplatte habe ich mir hier mit Igel so ein, wie soll ich das mal nennen, Grundplattenplan gedruckt. Habe ich mit der Kreissäge ein Stück Acrylglas so zurechtgesägt, dass es genau dazu passt. Und jetzt klebe ich meinen Plan schön auf die Grundplatte drauf. Das mache ich so mit Klebestreifen gerade drauflegen, Klebestreifen drum. Auf der anderen Seite dasselbe. Schön gerade ausrichten, Klebestreifen drauf, Klebestreifen drum, passt. So, jetzt ist mein Bohrplan gewissermaßen, meine Bohrschablone ist hier genau drauf aufgebracht. Und jetzt kommt wieder eines meiner aktuellen Lieblingswerkzeuge, der Körner. Und mit dem markiere ich jetzt die Mittelpunkte der Bohrteile. Definitiv eines meiner Lieblingswerkzeuge. So, man sieht hier sehr schön, dass der hier durch das Papier durchgehauen hat. Jetzt schauen wir mal, wie es im Plastik aussieht. Ja, perfekt. Man sieht's. Und genau da bohre ich jetzt die richtigen Löcher für die M2-Schrauben ran. Normalerweise braucht man für so M2-Schrauben 2,2 mm Bohrlochmesser. Ich habe leider nur einen 2,4 mm Bohrer, ist aber auch nicht so schlimm. Dadurch hat man ein bisschen mehr Spiel und wenn die Bohrlöcher nicht so hundertprozentig exakt sitzen, dann gleicht sich das alles noch ein bisschen aus. Ich würde also im Zweifelsfall gerade bei solchen frickeligen Kleinschrauben wie M2 würde ich empfehlen, lieber ein bisschen größeren Bohrer zu nehmen als einen kleineren. Weil ich hier ein Acryl bohre, nehme ich natürlich eine schön niedrige Geschwindigkeit. Ich gehe mal so auf 8000 Umdrehungen. Bohrungen sind drin. Jetzt kann ich meinen Graphen montieren. Absteinshalter, ganz große Klasse. 10er Abstandshalter für dieses Teil hier, beziehungsweise dieses, wegen der Kondensatoren unten dran, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Und für das hier, für die Hauptplatine, reichen mir 5 mm. Alles M2, weil die M3-Schrauben, die hätten auf der Platine einfach viel zu viel Platz gebraucht. Die Löcher wären sehr groß geworden. Die Schrauben, die ich hier gerade verwende, sind übrigens geräubert aus, ich glaube, die sind aus Festplatten, wenn mich nicht alles täuscht. Also auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, dieses ganze Schraubenmaterial und so ein Geraffel aufzuheben, dass man irgendwo mal rausschraubt. Das kann man nämlich echt nochmal gebrauchen. Ja, dann nehme ich jetzt die Platine an. Nachteil von M2-Schrauben, naja, es ist ein äußerst verschmerzbarer Nachteil, aber im Gegensatz zu den M3-Schrauben sind es halt schon sehr frickelige kleine Scheißerlein. Dann braucht man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beim Schräubeln, aber das kriegt man schon hin. Ich habe mir übrigens neue Schraubendreher gegönnt. Ziemlich coole Teile von Vera, so ein Satz in so einer Tasche. Packe ich in meinen Amazon-Shop rein, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr sowas braucht. Kann ich empfehlen, nicht ganz billig. Ich glaube, ich habe 35 Euro bezahlt für so eine Tasche mit allem drin, was man braucht. Aber hey, es ist alles drin, was man braucht. Und gutes Werkzeug, ja, gutes Werkzeug ist was wert, da sollte man eigentlich nicht dran sparen. Das wäre die falsche Ecke. So, Platine ist fest. Zu aus.
Dann stecke ich mal meinen Sensoren dran. Und dann wird der noch verschräubelt. Ja, das ist das fertige Pipi-Light. Zu dem Aufbau hier vielleicht ein paar Erklärungen. Nämlich, ich habe mir das so überlegt, also das ist alles so drauf ausgerichtet, dass das Teil so ans Bett montiert wird. Also so aufrecht stehend. Der obere Teil hier, der wird überhaupt gar nicht von außen zu sehen sein, weil der ja hinter so einer Latte verschwindet. Reicht gerade noch so, dass der Lichtsensor da noch einigermaßen Licht bekommt, um zu funktionieren. Aber die ganze Verkabelung und diesen ganzen Kram, die kann ich dann oben im unsichtbaren Teil innerhalb vom Bett mit irgendwelchen Kabelbindern oder zur Not mit Gaffertape, sieht man da eh nicht. Der IR-Sensor, ich mache das mal kurz auf, der hat eine primäre Erkennungsrichtung. Man sieht es hier, dieses Fensterchen ist ein bisschen rechteckig. Das ist nicht quadratisch, es ist rechteckig. Und entsprechend dem Rechteck erkennt er am besten die Bewegung. Das bedeutet, der ist jetzt auch gerade so, dass jede Bewegung, wo man so am Bett vorbeigeht, vernünftig erkannt wird. Und, was nicht zu vergessen ist, die beiden Einstellrädchen hier unten liegen auch noch frei. Da komme ich also auch noch einigermaßen vernünftig dran. Und am Bett befestigen werde ich es mit einem Stück Klettband. Also das, was ich auch verwende, um meinen Lipo-Akku da zu befestigen. Ich suche es mal eben kurz raus und mache das gleich. Und das kann man in so relativ festen Rollen kaufen. Das ist einmal das Klettstück und einmal das andere. So. Ja, das reicht definitiv. Das ist ziemlich cool, das Zeug. Das hat vor allem den Vorteil, dass es relativ dick ist. Das heißt, die Schraubenköpfe, die hier noch rausstehen, die hätte ich normalerweise entweder versenken müssen oder Gummifüßchen drauf machen oder sowas. Aber wenn ich das Klettband verwende, ist das ziemlich egal. Und zwar deswegen, weil ich zeige das mal kurz. Ich mache das hier mal drauf. Und schon, wenn man das so von der Seite sieht, sieht man, dass schon dieser Teil höher ist als die Schraubenköpfe. Das heißt, ich kann es mir sparen, die Schraubenköpfe irgendwie zu versenken oder so. Hochgradig praktisch. Ja, so sieht man es ganz besonders deutlich. Da steht also so ein Stück vom Bett ab, das ist völlig okay. Und ich kann es auch leicht abmachen, beziehungsweise wenn die Leute, die bei uns sauber machen, mal mit dem Staubsauger irgendwie dagegen ruppen, dann wird es wahrscheinlich die Platine runterreißen, bevor die Teile kaputt gehen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Okay. Natürlich wird bei mir nichts ungetestet verbaut. Also habe ich es jetzt nicht gleich unter das Bett gestaubt, sondern natürlich nochmal. Hey, geht, cool. Und mit dem Poti hier kann ich einstellen, dass es nur bei dunklen Lichtverhältnissen angehen soll. Weil ich will ja nicht, dass mein Bett jedes Mal tagsüber anfängt zu strahlen, wenn man in den Raum kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so mache, alles kein Problem. Jetzt decke ich mal hier den Helligkeitssensor ab. Ja, das reicht noch nicht mal ein bisschen. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt kriege ich es mit abgedecktem Sensor zu, dass es angeht. Wenn der Sensor offen ist, zapp, passiert nichts. Hervorragend. Jetzt muss ich mir so einen Strip hier zurechtschneiden, der richtig zu meinem Bett passt und ein vernünftiges Kabel dran löten, damit ich es auch verstromen kann. Und dann kann ich das montieren. Ich habe den Lattenrost fachkundig aus dem Bett gebaut und habe jetzt hier diesen Strip, den ich das Kabel dran gemacht habe. Übrigens, ne, alle Endhülsen, sehr geil, sollte man haben. Ja. Besonders genau braucht das nicht zu sein. Es sollte nur ein bisschen niedriger sein, als dann später der Lattenrost hängt. Weil sonst ist klar. Ja, das sieht so einigermaßen mittig aus. Höhe passt auch soweit. Le Papp! Ja, so einfach geht das.
LED-Streifen ist dran. Ja. LED-Streifen ist ein bisschen schiefer, aber scheiß drauf. Man sieht es ja eh nicht. Dann haben wir hier den Gerät. So, wie angekündigt, kommt der mit einem Klettband an seine finale Stelle. Die besagte finale Stelle. Ja, ich würde sagen, hier. Ja, das ist gut. Gute finale Stelle. Natürlich hat Lütz es noch vergessen, den Schraubendreher mitzunehmen, um den ganzen Kram zu befestigen. Ich hole mal Befestigungsmaterial. Stuff, wo man zum Basteln braucht. Ich habe hier so Kabelbefestigungsclips, die gab es mal billig bei Banggood, gutes Zeug. Sicherheitshalber mal ein Kabelbinder, ich weiß noch nicht wofür, aber Kabelbinder sollte man immer dabei haben. Klebeband, falls alles schief läuft. Und natürlich was, womit ich meine Teile hier festschrauben kann. So. Sich so ein Kabelbinder ganz gut machen. Da habe ich das Kabel einfach ein bisschen zu groß dimensioniert. Ja, mein Gott, besser zu groß als zu klein. So, das passt schon so. Mache ich dann jetzt auch noch was von diesen Klipsen hier drin, damit das ganz ordentlich ist. Die Teile sind echt geil. Es sind im Grunde genommen nur so kleine Plastikhaken mit einem Klebepad hinten drin. Sind aber hervorragend für jeden Ordnungsfanatiker, weil man damit wirklich super seine Kabel organisieren kann. Wie man hier sieht, passt fest. So, jetzt muss ich noch das Kabel vom Netzteil langführen. Dafür hole ich mal ein besagtes Netzteil. So, da müssen wir jetzt mal schauen, wie das so klappt. Ich werde das auch mit diesen Kabelstickern machen. Ja. Ich werde es unter dem LED-Strip machen müssen, so, weil ich sonst oben etwas zu nah an die an den Lattenrost dran komme. Das möchte ich nicht riskieren. Nicht, dass der mir da irgendwie auf das Kabel draufschlägt. Und, na, das möchte ich nicht. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass das Kabel nicht irgendwelche komischen Schatten wirft. Aber ich glaube, das sollte nicht das Risiko sein. So. Hier hinten sieht man sowieso nichts mehr davon, da brauche ich es nicht mehr festkleben. Das passt. Das heißt, jetzt muss nur noch der Strom eingesteckt werden. Und dann kann der Lattenrost wieder drauf. Und die Matratze. Und letztendlich ich. Es ist alles auf und eingebaut. Jetzt schauen wir mal. Hier unten ist es. Ja, einmal Pipi-Light unterm Bett. Ja, und jetzt wollen wir doch einfach mal schauen, ob es vernünftig funktioniert, oder? So, wir simulieren jetzt mal das Nächtliche ins Zimmer kommen. Aber ich meine, klar, ist jetzt Tag, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir kommen also ins dunkle Zimmer. Yay, es werde Licht. Das ist ein schönes Licht. Es ist ein schönes, warmweißes Licht. Und wenn ich mich jetzt hier vor dem Licht bewege und nicht stehen bleibe,
dann bleibt das auch an. Und wenn ich jetzt einfach mal stehen bleibe, geht's aus und der Zappes kann schlafen. Und weil der Zappes jetzt schlafen kann, sagt der Zappes, Schüssing.